Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du diese kleinen, zuckersüßen, weihnachtlichen Zuckerstangen häkeln kannst. Und das ist durchaus für Anfänger geeignet. Alles, was du brauchst, ist natürlich Garn in den Farben, in denen du häkeln magst, weil ich damit gerne einen Türkranz weihnachtlich schmücken möchte. Mache ich das in weihnachtlichen Farben. Und hier innen drin habe ich ein bisschen Draht befestigt. Du kannst auch Pfeifenreiniger nehmen, ganz herkömmlichen Blumendraht. Wie du die Zuckerstange da nachher drauf auffädelst, das zeige ich dir auch. Und natürlich eine Häkelnadel. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Woloholika gelandet. Woloholika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Und die Garne, mit denen ich stricke und häkle, das sind unsere eigenen Garne, die wir auch in unserem Online-Shop vertreiben. Darum sage ich dazu, dies ist eine Werbesendung, nicht nur, dass du eine Häkelnadel siehst, sondern ich mache natürlich auch ein bisschen Werbung für uns selber. So. Ich häkel mit Sockenwolle und einer Häkelnadel in Stärke 2,5. Und alles, was du dazu wissen musst an Vorkenntnissen, ist, wie man Luftmaschen häkelt. Ich zeige dir das aber auch. Und halbe Stäbchen. Du schlingst den Faden zu einem kleinen Kreis, holst den Faden raus und dann kannst du, dann hast du so eine kleine Schlinge auf deiner Häkelnadel und dann kannst du Luftmaschen häkeln. Einfach nur Häkelnadel nach vorne und durchziehen. Insgesamt benötigen wir für mein Beispiel der Zuckerstangen 40 Luftmaschen. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 40. Und jetzt häkeln wir in die zweite Luftmasche, also nicht die da, sondern die da, drei halbe Stäbchen. Das heißt, wir stechen in die Masche ein, ziehen den Faden durch, holen den Faden, ziehen durch alle drei Maschen durch. Wir häkeln ja halbe Stäbchen. 1, 2, 3. Und in die nächste Luftmasche unserer Luftmaschenkette häkeln wir auch wieder drei halbe Stäbchen. Das machen wir insgesamt über die ganzen 40 Luftmaschen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du siehst, das ist kein Hexenwerk. Immer in die nächste Luftmasche stechen und Faden holen und durch die ganzen drei Schlingen ziehen. Und nach ganz kurzer Zeit merkst du auch schon, wie sich das, was du so häkelst, so ein bisschen kringelt. Eins, zwei.
So, ich drücke jetzt mal Pause und häkel in die ganzen 40 Luftmaschen und dann sehen wir uns gleich wieder. In jede Luftmasche der Luftmaschenkette 3 halbe Stäbchen. So, ich habe meine kleine Kringelkette gehäkelt, bin vorbereitet. Ich habe natürlich auch schon in der weißen Farbe gehäkelt. Jetzt ist das ein bisschen durcheinander, dann helfe ich mal zum richtigen Ringeln. Jetzt zeige ich dir, wie du diese kleinen Schlingen miteinander verdrehst. Weil die sollen sich ja, ne, ich schlinge jetzt quasi, die sollen sich ja so umringeln. Verbinde die so miteinander, damit die sich miteinander kringeln, dass wir diesen Zuckerstangeneffekt haben. So, sind auch gleich durch. Ist ein kleines Würstchen. Noch sieht es nicht so aus wie eine Zuckerstange. Und damit dieser Bogen hier stabil drin bleibt, kommt jetzt der Blumendraht ins Spiel. Und den fädeln wir jetzt oder am Pfeifenreiniger in der Mitte oder in die Mitte unserer rot-weißen Kringel. Ja, du siehst, er ist da mittendrin. Immer weiter auffädeln bis ganz nach oben, so dass sich keiner pieken kann. Na? Da ich ja Blumendraht verwendet habe, beispielsweise kein Pfeifenreiniger, biege ich den Draht jetzt einmal um, dass ich hier so eine kleine Schlaufe habe. Nicht ganz zu eng und piekt das hier so rein. Dann biege ich kleinen Bogen für meine Zuckerstange. Unten nochmal befestigen. Und verknote diese Fäden, die muss man dann noch vernähen. Ich mache da jetzt einen Knoten rein. Und dass man sich hier unten nicht piekst, jetzt habe ich hier eine kleine Zange. Mache ich das wie oben, ich schneide ab. Schieb mein Pfeifenreiniger ein bisschen nach oben. Bieg eine kleine Schlaufe rein und schieb alles hier so ein bisschen nach oben. So, und jetzt müssen wir nur noch die Fäden vernähen. Und beim Fäden vernähen habe ich das hier unten so ein bisschen befestigt. Das zeige ich dir einmal.
habe ich natürlich meine, nee, nein, ich habe sie nicht verkramt. Nehme ich einen weißen Faden, eben auffädeln. Ziehe ich alles hier so ein bisschen nach unten. Wenn du das mit allen vier Fäden, ups, mit allen vier Fäden machst, dann hat die Zuckerstange auch eine schöne Kante hier unten. Guck, das will nicht, dann muss ich die einen Faden mindestens hier noch rausziehen, dass die Kante wie hier schön verschwunden ist. Ja, und das war's auch schon mit der Zuckerstange. Ich habe meine zwei Zuckerstangen fertig. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nacharbeiten. Deine Gabriele von Wollerholiker.